Stirb! Yay! Er stirbt. Ich hab nur kurz hingelangt. Was kann man machen? Passiert. Squall! Danke! Danke, 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 danke. Was so? Loslassen. Lass endlich los. Ja, dann bist du hier. Lass doch mal los. Squall, Xell. Ihr scheint ja okay zu sein. Laufen, Squall, lauf nicht allein davon. Ist der Xell so wichtig? Hm. Wow, Unter hartem Beschuss. Hundekacke, wir können uns kaum rühren. Jetzt ratet mal, wer uns zu Hilfe eilt. Der gute alte Scharfschütze. Tja. Sieht nur seinen Hut. Was soll's? Zieh keine Show ab. Pom, 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 pom. Wenn Irva nicht so herumgetrödelt hätte, wäre alles nicht so schlimm geworden. Squall. Squall lebt. Ich wusste doch, dass Squall okay ist. Ja. Rino, bist du okay? Yeah. Man, man, klare Sache, schließlich. Habe ich sie in Sicherheit gebracht. Was soll das heißen? Ich meine, mein Vater hat der Galbadia-Armee Befehl gegeben, mich hier rauszubringen. Und dann hat dieser Typ mich alleine herausgezerrt, obwohl er wusste, dass Squall und die anderen noch hier sind. Nein, das ist nicht zu glauben, oder? Well, sorry, Mom. Ich gebe es ja zu. Deswegen sind wir zurückgekommen, um zu helfen. Nachdem ich gebettelt und getobt habe. Was sollen wir jetzt auf den Weg machen? Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen, Mann. Keine Chance, der Keller ist zugeschüttet. Ah, natürlich. Dieses Gefängnis ist gerade abgetaucht. Abgetaucht. Genau, dieses Gefängnis. Da sind sie, die Flüchtlinge. Oh, ich geb euch was hier, Flüchtlinge. Squall, nimm dir zwei Leute und geh nach oben. Wir kommen hier schon alleine klar. Nach oben? Keine Zeit für Erklärung. Der Ausgang ist da oben, glaubt mir. Verstanden. Ich kann euch führen. Ich will aber nicht, dass du uns führst. Verdammt, sie muss es aber. So, Xell hatte jetzt seine ganze Action, aber die beiden eigentlich auch. Also nehmen wir Xell mit. So. Na, ich werde das Pferd schon schaukeln, man. Bam! Mach ich fertig. So, 9. Etage. Und es ist wieder Kopplungszeit. Karbunk lässt sie los. Jetzt kriegt mal jeder seine Standard. GF gekoppelt. So, Diabolus lässt... Ups, nee. Boah, das behält sie. Diabolus lässt sie los. Oh, noch Stärke können wir jetzt auch schon koppeln. Schön. Na doch. Lass mal so. Jo. So, Rinoa kriegt Diabolus und Karbunkel. Sehr schön, dann haben wir auch Gegner 50% dabei. Oh, und jetzt bin ich rausgegangen. So, Squall hat Shiva, das ist in Ordnung. Xell, kurzer Kottel und Ifrit. Ifrit gibt er nachher dann an Irvine ab. Aber das müssen wir jetzt noch nicht machen. Soweit so gut. Noch ein paar Potionen reingeknallt. So. Und weiter geht's. Jetzt wir mit Squall als Anführer. Schade eigentlich. Xell hat wirklich einen guten Anführer abgegeben. Muss man ihm jetzt auch mal zugestehen. Das hat er echt gut gemacht.
So, auf die habe ich mal wieder absolut keinen Bock. Gibt es irgendwas mit Warn, Hass und Gemach? Ach, na gut, dann mache ich mir mal den Spaß. Und zauber auf uns alle Hast. Und zerlegt das Ding in seine Einzelteile. Denn ich werde jetzt eh gleich gucken, wo ich speichern kann. Denn die Zeit ist eigentlich um. Schon seit ein paar Minuten. Und wie gesagt, um nicht wieder ein Let's Play zu machen, was ich später nicht speichern kann und wieder alles von vorne machen muss, werde ich versuchen, werde ich dann Schluss machen für heute und mich dann heute noch an Ace Ventura setzen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ihr es heute noch sehen werdet oder erst im Laufe der nächsten Woche. Oh, der macht ganz schön Schaden mit seinen blöden Mikroraketen, sehe ich gerade. Und dann eben heute Nachmittag wahrscheinlich vielleicht noch Minecraft. Ein wenig. Aber ich denke, Final Fantasy 8 ist zumindest das Let's Play, was ich immer mal machen muss. An jedem Wochenende. Denn es ist quasi ja meine Grundlinie, die ich fahre. Und Minecraft und Aventura sind ja mehr so kleine Projekte nebenbei. Dementsprechend, Final Fantasy wird immer. So, Squall macht man natürlich dicken Schaden mit seiner Gunblade. Aber wie gesagt, das liegt eigentlich auch bloß daran, dass ich bei ihm wirklich seinen kritischen Treffer einfach triggern kann, indem ich gut R1 drücke. Und bei den anderen Leuten kommen die kritischen Treffer bloß so rudimentär. Denn wenn Xel jetzt so einen kritischen Treffer machen würde, würde er bestimmt auch, naja, bestimmt auf die 160 bis 200 auch kommen. So, das war Rinos kritischer Treffer, hat 118 gebracht. Weiß zwar gerade nicht, wie viel sie macht, wenn sie sonst ist. Ja, und ihr seht eben, ich hau die Attacken raus. Also Hast auf alle ist zumindest was ziemlich Geiles, um physische Attacken rauszuhauen. Wenn man dann noch richtig gute Kopplung hat auf Stärke, also dann haut man somit einfach mal jeden Gegner weg. Wenn man dann irgendwie später anstatt 250, 2500 Schaden macht und den jetzt quasi sekündlich, rucki zucki sind die Gegner putti. Zack. Ach ja, das hat wirklich noch Spaß gemacht. Oh, Schrauben. Material zum Umbau wie von Waffen. Wie war. Können wir auch echt gut gebrauchen. Nanu. Ah! Zum ersten Mal, dass ich diesen Sound wirklich aktiv gehört habe. Es war, kam ein Dü-lü-lü. Und das heißt wahrscheinlich. Ah, oh, Big Boss. Dass sich Big Boss auf mein Kabel legt, mit dem ich hier mein Controller angeschlossen habe. Ah, Kater, geh weg. So. Geht er noch? Nein, mein Controller geht nicht mehr. Ach, verdammt. Dieser Kater. Mann. Ich muss kurz unterbrechen für diese letzten paar Minuten noch. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Klappt wieder alles. Mann, dieser Todeskater. Ich habe ihm gestern extra einen neuen Kratzbaum gekauft. Und das soll der Dank dafür sein? Hä? So, jetzt bin ich wieder völlig raus. Weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Schrauben habe ich gekriegt. Habe das Viech besiegt mit ganz viel Hast. Hat mich gefreut, dass ich dieses Viech besiegt habe. Irgendwas habe ich gequatscht. Naja, tut mir echt leid, Leute, aber schiebt die Schuld auf meinen Kater. Auf jeden Fall will ich jetzt versuchen, hier irgendwo zu speichern. Und dann war es das für heute, zumindest mit Final Fantasy 8. So, Reno kriegt mal ein paar Sachen. Die haben wir sonst so selten dabei. Nicht, weil ich Reno nicht mag oder so, das hat eigentlich nichts mit mögen und nicht mögen zu tun. Sondern einfach, also man muss eingestehen, manche Charaktere sind, zumindest so wie ich das Spiel spiele, sind manche Charaktere einfach mal schwächer als irgendwelche anderen. Und da gehört Imperino mit mir dazu. Sie hat keine guten physischen Attacken. Und vom Zauber her, ich benutze eben keine Zauber. Dementsprechend an sich hat sie, glaube ich, einen sehr hohen Zauber-Magie-Attribut. Aber da ich nicht auf Zauber aus bin, lasse ich sie meistens zu Hause. So, Leute. Tja, schade, gerade wo spannend wird, was? Wo diese tolle Musik ist und wir gerade am Ausbrechen sind. Aber vergnügt euch bis zum nächsten Woche mit diesen Let's Plays und mit meinen anderen wahrscheinlich. Und nächste Woche werden wir den Ausbruch miterleben. Vielleicht gibt es auch mal wieder eine Doppelfolge Final Fantasy. Kommt drauf an, wie ich gerade Zeit habe. Und dies und das und jenes. So. Chaos sagt Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Wir laufen noch ein bisschen. Wir machen noch eine Choreografie für euch. In der wir euch ganz doll sagen, dass wir euch ganz doll lieb haben.
bis zur nächsten Woche, meine Freunde. Das war's heute für Final Fantasy 8. Viel gezockt, viel gekämpft, viel gequasselt. Na denn, macht es gut. Tschüss.